Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Punch Club. Wir sind inzwischen auf Tag 120 mit eigentlich relativ brauchbaren Werten und haben einen neuen Ultimate Fight, der uns erwartet. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Bob Bull ist unser Gegner. Wir sind also wieder auf Hardcore-Gegnern jetzt hier. Wir sind offiziell im roten Bereich. Der hat eine immense Ausdauer. Und ich bin gerade echt am Überlegen. Also machen wir so. Gucken wir, was bei rumkommt. Also obwohl der eine viel höhere Energieregeneration hat als wir, verbraucht er gerade ganz schön viel. Aber er hält im Großen und Ganzen doch ziemlich gut mit hier, ne? Komm schon, hau ihn um. Oh, ist das spannend. Diesen Kampf kann ich so überhaupt nicht vorhersagen, obwohl doch, inzwischen sieht es eigentlich ziemlich gut für uns aus. Über den hier gerade, jetzt nehmen wir ihn dann doch ganz schön auseinander. Und jetzt hat er uns tatsächlich noch überholt? Die beiden nehmen sich nix hier, ne? Nix nehmen die sich. Da machen wir den Kampf ein bisschen einseitiger. Ungefähr so. $200 für den Sieg, wow. Wow. Also... da geht's echt gut vorwärts. Aber was machen wir jetzt? Der Mac ist noch nicht bereit, was für uns zu machen hier, ne? Ne. Okay. Na gut. Oh, wir brauchen Essen. Müssen wir mal Essen kaufen. Von diesem Essen kannst du nicht noch mehr lagern. Ich wollte nur mal gucken, wie der Text lautet, der dann da steht. Aufgepusht und starten wir direkt ins nächste Training. Nicht, dass sich das als sonderlich effektiv erweist hier gerade, aber es geht, glaube ich, gerade auch mehr darum, den Verfall entgegenzuwirken. Ich glaube, 11 Ausdauer ist tatsächlich eigentlich sogar schon ziemlich gut. Heute ist Playoff. Der lange Pfad zum Champion, genau, zum Champion geht weiter. Fangen wir da vorne an. Wir werden natürlich irgendwann an den Punkt kommen, wo es einfach nicht mehr reicht mit diesen paar Geräten hier.
Ach ja. Die lange Phase des Grindens. Dann mal los. Ich war gerade am überlegen, ob wir an unserer Taktik irgendwas ändern, aber nee, wir halten unsere Energie mal ein bisschen oben. Kann der sich hier auspowern. Und dann führen wir ihn vor. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus hier. Der kann doch nichts, der Kerl. Der kriegt von uns jetzt einfach aufs Maul, weil er keine Energie mehr hat, irgendwelche Aktionen zu starten. Und damit ist das Viertelfinale quasi schon gewonnen. Ich nehme mal kurz einen kleinen Schluck aus meiner Trinkflasche hier. In 3 Tagen ist das Halbfinale und zwar gegen Bill Davis, den Geschicklichkeitsfanatiker. Okay, das könnte dann ein bisschen gefährlicher werden schon hier. Der könnte echt eine Herausforderung sein. Und wen haben wir hier unten? Bill Wilson und Money. Aha. Wir brauchen Energie, wir brauchen Essen. Ich glaube, wir legen uns tatsächlich einfach halt erst schieben wir uns was in den Hals. Und dann kommen wir, machen wir mal eine kleine Pause, legen wir uns mal wieder hin, schlafen wir mal wieder, haben wir lange nicht gemacht. So, haben wir wieder volle Power. Und los geht's. Das Ganze wieder von vorne. Das wird sich jetzt relativ viel wiederholen. Bis wir dann storytechnisch tatsächlich irgendwas erreicht haben. Bei Bobo müssten wir mal wieder vorbei. Da können wir bestimmt unsere Runde mal wieder drehen. Ja, im Moment, ich kann mir vorstellen, dass das inzwischen relativ uninteressant wird, alles hier. Aber halt, eigentlich, wir machen immer das Gleiche jetzt. Ja, da ändert sich nicht viel. Das Training ist halt Grinding. Da wird sich am letztendlichen Ablauf bedauerlicherweise nicht mehr so viel verändern, aber wir kommen ja in den diversen Ligen ganz gut voran und dann passieren demnächst dann auch wieder neue Sachen. Wir dürfen heute auf jeden Fall unseren Ultimate Fight nicht vergessen. Weil ich will so viel Training rausholen wie möglich im Vorfeld. Und essen gehen. Captain Buell. Das ist ja schon mal ein guter Vorgeschmack auf unseren Gegner im Playoff. Ja, der hat ja auch eine sehr hohe Geschicklichkeit.
So, die Frage, ich meine, ja, unsere High Kicks machen natürlich mehr Schaden, aber die Frage ist, ob es vielleicht sinnvoller ist, die Low Kicks zu nehmen. Weil die halt die gegnerische Geschicklichkeit auch reduzieren, wenn die treffen, ne? Also irgendwie lief die erste Runde viel besser. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die bessere Entscheidung ist. Ich weiß nur, wir haben wieder Talente und auf dem Weg des Tigers hat er doch noch Sachen, die wir freischalten wollten, ne? Macht einen Ninjutsu-Fan. Ah, okay. Reis-SH3, das sind so Sachen, da können wir uns hinarbeiten, ne? Wobei ich halt nicht weiß, ob wir beide Vortalente brauchen, um da weiterzukommen. Nee, wir können direkt hier weitermachen, dann das ist schön. Das ist wunderbar. Das trifft sich sehr gut. Okay. Ich fahre jetzt auch überall nur noch mit dem Bus hin. So, Kühlschrank voll. Auch geil. Hi. Ich glaube, du bist bereit für richtige Arbeit. Ich habe Don von dir erzählt. Will ich treffen. Wer ist dieser Don? Nur der mächtigste Mann der Stadt. Oder ich muss ihm Schutzgeld zahlen. Cool, den besuche ich. Ja, den kennen wir aber leider auch schon. Heißt das, wir können hier... mal Don besuchen. Darf nicht rum. Hey, ich arbeite für Bobo, du wolltest mich sehen? Ja, du bist es. Ich gebe dir eine Chance. Die andere Chance, die man nur einmal im Leben bekommt. Nun, siehst du, es sind schwierige Zeiten. Und ich brauche Männer wie dich. Ich glaube, du solltest für mich arbeiten. Vielleicht sollte ich für dich arbeiten. Das wäre bestimmt unterhaltsam. Ich sehe es gerne, dass du die richtigen Prioritäten setzt. Nur die Besten können für mich arbeiten. Du kannst nur für mich arbeiten, wenn du die Ultimate League beendest. Dass wir das hier nicht mehr kriegen, das finde ich ein bisschen schade. Keine Ahnung, wie wir das noch freischalten können. So, kann ich jetzt wieder hier anfangen? Nein. Schade. Schade, dann sind die ja jetzt komplett raus. Na gut. Was machen wir jetzt? Essen gehen. Und dann trainieren. Was soll man denn auch sonst machen, bitte? Vielleicht schaffen wir ja Geschicklichkeit 15 noch. Aber dadurch, dass wir jetzt hier gleich wieder zurückgesetzt werden, sieht das fürchte ich nicht so gut aus. Morgen ist ja schon der nächste große Kampf. Nee, das wird nichts.
Ich meine, wir könnten zum Magier gehen und uns Geschicklichkeits-Power abholen auf Geschicklichkeit 16. Ich versuche es. Ich guck mal, wie viel ich rausholen kann, ja? Muckibude. Muckibude wäre noch eine Möglichkeit, ne? Und dann, ja, wir können ja auch wieder ein Verbrechen vereiteln. So, hier können wir nämlich hier noch ein bisschen trainieren. Das bringt ja auch Geschicklichkeit. Aber bedauerlicherweise nicht genug, ne? Komm schon, komm schon. Ach Scheiße, es reicht nicht. Oh, ist das bitter. Das ist bitter. Okay, aber ich glaube wirklich, der High Kick ist die bessere Alternative hier. Ach ja, ach, wir können ja beide nehmen. Wir haben ja 5 aktive Talente jetzt. Stimmt ja. Ja, dann gucken wir doch mal, wie sich dieser Kampf entwickelt hier. Das war mal eine Kombo eben. Na los. Auf jeden Fall haben wir ihn schon gut runtergekämpft. Also es ist... es läuft gar nicht so schlecht hier. Und es wird in Zukunft hoffentlich noch besser laufen, wenn wir dann unsere Geschicklichkeitstalente noch weiter ausbauen. Ich meine, mindestens 2 haben wir ja noch. Mit denen wir unsere Geschicklichkeit dann noch so ein bisschen optimieren können. Und wir stehen im Finale. Und zwar gegen Money. Den könnten wir sogar schaffen, von den Werten her. Ich weiß halt nur immer noch nicht, wie das mit der Ultimate League ist, wenn wir jetzt hier schon Champion werden. So, seine Werte bleiben konstant. Das bedeutet, das ist ein Kampf, den wir inzwischen rein theoretisch ganz gut gewinnen können sollten. Gucken wir einfach mal. Das hat sich eine unglaubliche Energieregeneration zwischen den Runden, ne? Im Ganzen, also man merkt schon, dass wir diesem Gegner doch deutlich überlegen sind, oder? Und just in dem Moment, wo ich sowas sage, haut er uns natürlich hier wieder volles Brett auf die Fresse.
Oder volle Fresse aufs Brett? Man weiß es nicht. Schau ihn doch einfach um. Es geht doch. Vor allem gibt es immer schön Fähigkeitenpunkte. Was mich ärgert, ist, dass wir so ganz knapp an Geschicklichkeit 15 vorbeischippern hier. Wobei wir das eventuell am heutigen Tage dann tatsächlich schaffen können. Und dementsprechend dann natürlich für das Finale noch bessere Voraussetzungen haben. Zumal wir ja jetzt auch so ein kleines bisschen Ausdauer hier mit reinschieben müssen, einfach um unsere Ausdauer wieder auf 11 hochzukriegen. Mit Ausdauer 11 sind wir bis jetzt in den Kämpfen ja eigentlich immer ganz gut gefahren. So, komm, das reicht jetzt. Ich habe jetzt entschieden, dass das reicht und darum hat das jetzt zu reichen. Komm schon. Ist der Sack auch noch müde? Das kann doch nicht wahr sein. So, und weiter. Müdigkeit ist keine Entschuldigung. Alter, wie wir aber auch fast schon den kompletten Tag brauchen, nur um unser Minus wieder auszugleichen hier, ne? Also ich glaube wirklich, wir kommen so allmählich an den Punkt, wo Fortschritte für uns ganz, ganz, ganz schwierig zu erreichen sein werden. Was wir aber schon wieder erreicht haben, das hat mir wieder keiner Bescheid gesagt, das ist nämlich das Ende der heutigen Folge. Das war Punch Club für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.